Bitcoin scheint, Gold weint, könnte man fast so sagen, wenn man sich die aktuelle Preisentwicklung ansieht, aber auch wenn man auf die aktuellen Investment Flows schaut. Das heißt, wo die Gelder reingehen, so gegen Ende des letzten Jahres gingen ja Milliarden aus dem Gold heraus und es gingen gleichzeitig Milliarden in Bitcoin hinein. Und da stellt sich natürlich jetzt die große Frage, wird der Bitcoin das neue Gold? Muss man sich also zwischen beiden entscheiden? Oder gibt es auch irgendwie die Möglichkeit, dass beide zusammen vereinbar sind und man auf beides gleichzeitig setzt? Genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen und dir natürlich meine Gedanken zu diesem spannenden Thema mitteilen. Geht sofort los! Ich bin Sebastian Hell und dieses Video ist ja mehr oder weniger Teil 2 zu meinem letzten Video. Da habe ich ja darüber gesprochen, wie man sich verhalten sollte, wenn man noch nicht in Bitcoin investiert hat. Ich blende das Video mal ein und ich verlinke es natürlich unten. Und in diesem Video möchte ich darüber sprechen, ob Gold und Bitcoin miteinander vereinbar sind. Bevor ich dazu komme, allerdings noch eine wirklich große Ankündigung, denn ich habe in verschiedenen Videos und im Podcast schon gesagt, dass ich den Lockdown auch sehr produktiv genutzt habe. Und produktiv, das ist genau das Stichwort, denn ich habe an einem umfangreichen Goldkurs gearbeitet. Also seit ich das Projekt Hell Investiert gestartet habe, habe ich bestimmt mehrere hundert E-Mails beantwortet, gerade zu Gold. Immer wieder mit den Fragen, wie man Gold kaufen kann, wo man Gold kaufen kann, warum man Gold kaufen sollte und vieles, vieles mehr. Und habe ich mich also hingesetzt in den letzten Monaten und habe mal so mein ganzes Goldwissen, du weißt vielleicht aus meinen anderen Videos, dass ich seit 2003 in Gold investiere. Und das ganze Wissen habe ich auf Videos gebannt, habe verschiedene Lektionen dazu gemacht und habe also auch mal darüber gesprochen, wie man Gold kauft, wie so ein Goldkauf abläuft. Aber auch, wie man in Gold richtig investiert. Also nur physisches Gold oder kann man auch in Fonds investieren? Was muss man beachten bei den Fonds? Wie ist die Besteuerung beim Gold? Wo sind die Vorteile, die Nachteile? Welche Nachteile gibt es generell beim Goldkauf? Also das würde dich jetzt vielleicht wundern, aber ich wollte hier nicht so einen reinen Gold ist das beste Investmentkurs machen, sondern ich wollte Gold einfach ganzheitlich beleuchten, denn kein Investment ist perfekt, auch Gold nicht. Aber man sollte zumindest die Nachteile kennen und für sich selbst dann entscheiden, ob man diese Nachteile übergewichtet oder untergewichtet, das heißt in Gold investiert. Und natürlich habe ich auch darüber gesprochen, ob es Sinn macht, als Beimischung in Silber zu investieren, in Platin oder Palladium. Diesen Kurs, und ich blende dir mal ein, bekommst du komplett kostenlos noch, der kostet eigentlich 39 Euro, mit dem Gutscheincode, den findest du auch in der Einblendung und auf der Webseite kannst du den Kurs dir komplett kostenlos für begrenzte Zeit holen. Also schau da gerne mal rein. Wie gesagt, ich bin richtig stolz, dass ich das jetzt auf die Reihe gekriegt habe, dass ich diesen Kurs jetzt endlich fertiggestellt habe. Deswegen hier die große Weltpremiere. Und lass mir gerne auch Feedback da, wie dir der Kurs so gefällt, ob du irgendwelche Vorschläge hast oder Verbesserungen. Also einfach mal reinschauen. Ich bin sicher, jeder, der Bock hat, in Gold zu investieren oder vielleicht auch diejenigen beim Bitcoin, die auf großen Gewinnen sitzen und umschichten wollen, auch die werden davon profitieren. Also schau da einfach mal unbedingt rein. Aber jetzt zum eigentlichen Thema Bitcoin oder Gold. Muss ich mich zwischen beiden entscheiden? Und da ist es vielleicht erstmal vernünftig, wenn wir mal verschiedene Kriterien durchgehen, was Gold und Bitcoin verbinden, beziehungsweise beide nach verschiedenen Kriterien beleuchten. Und da gibt es ja zum einen die Menge. Das heißt, die Bitcoiner, die sagen ja immer, Bitcoin ist natürlich begrenzt auf etwa 21 Millionen Stück. Und auch, ja, der Goldpreis ist irgendwo begrenzt. Da gibt es ja diese bekannte Aussage, dass Gold das ganze geschürfte Gold, was jemals die Menschheit geschürft hat, in einen Würfel reinpasst mit einer Kantenlänge von 17 Metern. Da muss ich allerdings sagen, diese Berechnung ist natürlich älter. Jedes Jahr werden ein paar tausend Tonnen Gold dazu geschürft und so wächst dieser Würfel natürlich immer weiter. Das heißt, während Bitcoin wirklich endlich ist, wird bei Gold die Menge immer mehr ausgeweitet, allerdings in einem überschaubaren Ausmaß ausgeweitet, weil ja, Gold zu schürfen, aus den Minen herauszuholen, ist natürlich extrem komplex, extrem aufwendig. Wenn der Goldpreis niedrig ist, dann wird keiner nach Gold schürfen. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass wir ja den ganz großen Trend des ESG haben, also dass man wirklich auf nachhaltige Investments setzt. Und das wird in den nächsten Jahren auch vielen Goldminen erschweren, an Kapital zu kommen. Also ich sehe da eher, dass sich die Goldproduktion in den nächsten Jahren eher verringern wird als ausweiten. Aber man muss sagen, der Bitcoin ist wirklich endlich, bei Gold kommt immer mehr hinzu, wenn auch in einem überschaubaren Ausmaß. Zahlungsmittel. Auch beides sind ein Zahlungsmittel, wenn auch Gold seit vielen Tausenden von Jahren, der Bitcoin erst seit ein paar Jahren, wo man auch wirklich fast sagen muss,
Bitcoin, ich glaube, dass viele in den Bitcoin eher reingehen, weil sie ihn als Wertaufbewahrungsmittel sehen. Das gleiche gilt ja auch für Gold. Aber mit Bitcoin zu bezahlen, das ist immer noch relativ wenig verbreitet verglichen mit Bargeld. Also das ist so der Bitcoin, vielleicht setzt er sich noch weiter durch, das mag ja alles noch sein. Aber Gold ist ein seit Tausenden von Jahren etabliertes Zahlungsmittel, das kann man mal so festhalten. Dann haben wir die Liquidität, das heißt, beide sind inzwischen extrem liquide handelbar. Der Bitcoin aktuell hat eine Gesamtmarktkapitalisierung von fast 800 Milliarden US-Dollar. Der gesamte Kryptomarkt hat vor ein, zwei Tagen zum ersten Mal die 1 Billion US-Dollar an Marktkapitalisierung überschritten. Das ist allerdings noch nichts im Vergleich zum Gold. Also ich habe mir mal die Mühe gemacht, habe mal nachgerechnet, wie viel Gold etwa insgesamt bisher geschürft worden sein könnte. Ich schätze mal, dass es um die 200.000 Tonnen sind. Und wenn du die mit dem aktuellen Goldpreis pro Kilo multiplizierst, dann bist du so bei einem Dollarwert von etwa 12,5 Billionen US-Dollar, was der ganze physische Goldmarkt wert ist. Also wie gesagt, da sind nicht die ganzen Derivate drin, sondern der physische Goldmarkt ist also um den Faktor 13, 14 größer als der Bitcoin-Markt. Also Gold ist da deutlich liquider, aber auch eine Marktkapitalisierung von fast 800 Milliarden US-Dollar beim Bitcoin ist auch eine immense Liquidität. Das heißt, beide sind sehr, sehr gut handelbar. Dann haben wir noch den Krisenschutz. Da habe ich auch mal für dich ein paar Berechnungen angestellt und habe mal angesehen, okay, wie haben sich denn Bitcoin und Gold während des Corona-Crash verhalten? Und wir haben beide dann hinterher das Jahr 2020 abgeschlossen. Und der Goldpreis hat in Euro etwa gut 15% während des Crashs, des Corona-Crashs nachgegeben. Der Bitcoin hat sich mehr als halbiert. Wenn man dann aber auf die Gesamtjahresperformance sieht, dann hat der Goldpreis um gut 20% zugelegt. Der Bitcoin hat sich allerdings fast vervierfacht. Also da in der Performance muss man sagen, hat der Bitcoin ganz klar die Nase vorne, zumindest für das Jahr 2020. Für zukünftige Krisen, denke ich, muss er sich allerdings noch beweisen, ob er auch wirklich jetzt eine Fluchtwährung wird wie Gold, dass die Investoren also auch in den Bitcoin reingehen oder ob das aktuell mehr oder weniger eine Modeerscheinung ist. Da kann man aber momentan noch nicht zu viel darüber sagen. Da müssen wir einfach mehr Erfahrung sammeln, auch mit dem Bitcoin, ob er wirklich angenommen wird als Fluchtwährung oder ob wir hier nur momentan eine Ausnahme sehen. Was besonders aber am Gold wichtig ist, und da werden natürlich jetzt die Goldfans aufschreien, wenn ich sage Krisenvorsorge oder Absicherung mit Gold oder Bitcoin, der Gold oder Gold als Zahlungsmittel funktioniert natürlich immer. Also auch wenn du keinen Strom hast und wenn du kein Internet hast, dann kannst du mit Gold bezahlen. Beim Bitcoin ist es natürlich so eine Sache, weil du dann ohne Strom kein Bitcoin schürfen kannst und du kannst auch keine Transaktionen dann online mehr tätigen, wenn bei einem großen Stromausfall zum Beispiel, also da ist Gold deutlich überlegen. Das ist allerdings dann nur interessant für diejenigen, die wirklich auf die Hardcore-Krisenvorsorge gehen, wo ich in meinen Videos sage, ich hoffe nicht, dass wir in die Situation kommen, dass wir irgendwann mal mit Gold oder mit Silber bezahlen müssen. Aber wer von diesem Extremfall ausgeht, der ist natürlich dann im Gold deutlich besser aufbewahrt als bei den Kryptowährungen. Und jetzt natürlich die Frage, muss man sich jetzt entscheiden? Du hast gesehen, es gibt einige Kriterien, die haben die zwei gemeinsam. Es gibt welche, da unterscheiden sie sich. Aber ich bin eher der Meinung, dass man sich nicht unbedingt entscheiden muss. Ich habe anhand der vielen, vielen Zuschriften und Kommentare jetzt auch auf das letzte Video gesehen, dass es allerdings doch einige sehr genau nehmen, eher sehr dogmatisch an das Thema herangehen und sagen, okay, es gibt nur den Bitcoin und es gibt nur Gold. Ich denke, zum einen haben wir hier auch ein, nennen wir es mal Generationenproblem. Viele junge Leute, die sehr technikaffin sind, die sind eher kryptoaffin. Den brauchst du wahrscheinlich, oder ich, mit einer Goldmünze gar nicht ankommen, während viele Ältere sagen, naja, dieses moderne Zeug und Krypto und wenn es gestohlen wird, was ist dann? Das verstehe ich nicht ganz. Also es geht hier, glaube ich, zum einen um die Generation, aber zum anderen lässt sich natürlich auch beides wunderbar verbinden. Also ich sehe es nicht, dass man nur Gold haben muss oder nur Bitcoin, sondern ich bin da ganz ehrlich zu dir wie im letzten Video und hatte ja gesagt, ich bin momentan, habe ich 0,1 Bitcoin noch als Restinvestment. Ich kann mir durchaus vorstellen, auch den ich darf eigentlich nicht sagen, den Bitcoin-Anteil, sondern ich müsste eigentlich sagen, den Krypto-Anteil im Depot zu erhöhen in Richtung vielleicht 3%, 5%. Aber du siehst anhand dieser Daten schon, dass ich deutlich goldaffiner bin als kryptoaffiner. Das liegt natürlich zum einen daran, dass ich mehr oder weniger mit Gold aufgewachsen bin. Also meine Eltern haben mir zum Geburtstag immer von Geburt an 10 Gramm Gold geschenkt. Das ging so, bis ich 18 war. Die haben dann leider nicht weitergemacht damit, das hätte ich ganz gut gefunden, aber ich habe also immer Gold bekommen. Ich habe da immer einen natürlichen Bezug auch zum Gold irgendwie gehabt.
Das Problem jetzt allerdings ist, dass ich mir durchaus vorstellen kann, auch Kryptowährung mit ins Depot hereinzunehmen. Aber ich sehe momentan ich stehe da vor einem praktischen Problem und das möchte ich gerne mal schildern. Vielleicht kannst du mir da auch gerne Feedback in den Kommentaren geben. Aber ich finde es immer kurios, wenn alle vom Bitcoin sprechen. Also wie wenn es nur Bitcoin gibt. Der Bitcoin ist natürlich momentan, nennen wir es mal, den Blue Chip, also die größte Kryptowährung, die es gibt. Aber es gibt ja noch Ethereum. Es gibt ja, gut, der Ripple hat Probleme. Wenn du mich gefragt hättest, welche Kryptowährung sich durchsetzt, hätte ich dir gesagt, der Ripple, weil da irgendwie die Banken dahinter stehen und weil ich mir da am meisten die Akzeptanz einfach vorstellen könnte, dass das System den Ripple annimmt, weil einfach die Banken den entwickelt haben zur Abwicklung von Zahlungen. Wie man jetzt in den USA sieht, anhand der Klage der Börsenaufsicht, ist dem wohl nicht so. Es wird dagegen vorgegangen. Aber es gibt noch weitere Kryptowährungen. Es gibt ja dann noch Cardano und wie sie alle heißen, um die 800 Stück, wenn ich richtig informiert bin, gibt es. Und da steht man, finde ich, bei einem Invest, als Investor vor einem großen Problem. Und zwar kannst du natürlich sagen, du investierst in die allergrößte Kryptowährung. Aber es ist ja eigentlich nicht damit getan, einfach in eine Währung wie den Bitcoin zu investieren, sondern du investierst ja auch in die Technologie dahinter. Und da geht es ja eigentlich darum, dass man theoretisch gesehen diese ganzen verschiedenen alternativen Währungen, also diese Altcoins, eigentlich studieren müsste, die White Paper sich durchlesen müsste, um dann zu entscheiden, welche hat hier am meisten Zukunftspotenzial. Also vielleicht setzt ja der Markt mangels Alternativen oder mangels Bekanntheit anderer Währungen einfach auf den Bitcoin, aber der ist vielleicht gar nicht die technologisch beste Währung, die wir in den nächsten Jahren verwenden werden. Und Bitcoin bekommt vielleicht oder wird irgendwann altmodisch und eine neue Kryptowährung setzt sich durch. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, ist es bei mir auch so, dass ich da auch am Hadern bin, am Schwanken bin, mich natürlich auch mit den verschiedenen Kryptowährungen beschäftige, aber als langfristiger Investor noch nicht wirklich sagen kann, welche Kryptowährung setzt sich durch. Ich denke, das kann momentan keiner. Und da, wenn wir wieder zum Gold gehen, muss ich sagen, ist Gold halt ein idiotensicheres Investment, weil ich weiß, ich will jetzt nicht sagen, ich weiß alles über Gold, aber ich würde sagen, bei Gold, da bin ich ziemlich auf einem sehr, sehr guten Level, da kenne ich mich aus und wenn ich sage, ich kaufe Gold, dann geht es eigentlich nur darum, kaufe ich es physisch, kaufe ich es über einen Fonds oder über ein Derivat oder wie auch immer, aber ich kaufe Gold. Gleiches gilt für Silber, für Platin, für Palladium. Also es ist sehr, sehr einfach. Bei den Kryptowährungen ist, wie erläutert, das Problem einfach, dass ich nicht weiß, welche wird sich langfristig durchsetzen, welche nicht. Und vor allem habe ich natürlich auch noch das große Problem, das habe ich auch bei Gold, dass natürlich beide staatliche Ängste hervorrufen, sage ich einfach mal so. Also bei Gold haben wir ja im letzten Jahr gesehen, dass Olaf Scholz vorgehen wollte gegen die Steuerermäßigung bei bestimmten Goldprodukten, dass also die Steuerfreiheit wegfällt nach einem Jahr. Und wir haben davor gesehen, dass die Bargeldobergrenze für anonyme Goldkäufe von 10.000 Euro auf 2.000 Euro gesenkt wurde. Wie gesagt, nur für Goldkäufe, auch natürlich für Silber. Bei anderen Sachen wurde es aber bei 10.000 Euro gelassen, also beispielsweise bei Uhren oder Kunst. Also da geht man schon deutlich gegen Gold vor. Und Ähnliches befürchte ich auch für die ganzen Kryptowährungen in dem Moment, wo wirklich die Zentralbanken so weit sind, dass sie einen eigenen digitalen Euro rausbringen können, digitalen Yuan, digitalen Dollar. Und dann wird man sich da auch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen durch alternative Währungen, die vielleicht viel besser sind, viel anonymer. Und ich befürchte auch, dass hier noch eine große Regulierungswelle kommen wird, vielleicht auch eine deutliche Besteuerungswelle, die da kommen könnte. Also auch da muss ich sagen, bin ich als langfristiger Investor immer noch nicht ganz überzeugt, was da noch kommen wird. Und deswegen auch mein aktuelles Hadern, einfach, dass du es auch verstehen kannst. Ich bin kryptoaffin. Ich finde das Thema extrem spannend. Ich kann mir auch vorstellen, wirklich den Kryptoanteil deutlich auszubauen. Ich werde aber immer höher in Edelmetallen drinbleiben, weil sie für mich einfach einfacher zu verstehen sind und weil ich so eine riesen Auswahl bei den Kryptowährungen habe, wo es fast schon ist wie bei den Aktien, wo ich jetzt Blue Chips habe wie ein Bitcoin, wo ich Penny Stocks habe als ganz kleine Währungen und wo ich mich entscheiden muss, welche nehme ich denn jetzt ins Depot rein oder nicht. Ganz offen gesagt, vielleicht stelle ich mich auch irgendwie total blöd an, also lass mir da auch mal gerne deine Gedanken da, was du so denkst. Aber ich wollte dieses Video jetzt einfach mal machen, um zu zeigen, ja, man kann Gold und Kryptowährungen beide im Depot haben. Man kann auf beide setzen. Ich finde nicht, dass es sich gegenseitig ausschließt. Beide haben Vorteile, beide haben Nachteile. Und je besser man diversifiziert ist, desto besser ist es einfach langfristig. Aber gerade bei den Kryptowährungen stellt sich halt das Problem, dass man eine so immens große Auswahl hat. So, und jetzt bin ich auch am Ende des Videos. Nochmal der Aufruf vom Anfang.
Schau gerne mal in meinen Goldkurs rein, lass mir gerne Feedback da, nutzt die Chance, solange auch kostenlos ist. Wie gesagt, ich möchte, dass wirklich jeder hier auch profitieren kann und erfolgreich in Gold investieren kann. Da gab es ja auch einige Betrugsfälle in den letzten Jahren, das geht mir wirklich auch richtig auf die Nerven. Deswegen auch in diesem Kurs auch Themen drin, wie du wirklich Betrüger erkennst, wie du richtig in Gold investierst. Also schau da unbedingt mal rein und dann würde ich sagen, du siehst mich wieder im nächsten Video. Bis dann.